Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Ben Masterful. Es ist endlich soweit, ich habe wieder ein neues Fatbike im Test. Und zwar das Vakole SG20 mit 250 Watt Heckmotor. Und mit diesem Video wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Drei, zwei, eins. Und wir werfen einen ersten Blick in den Karton. Gut eingepackt ist das Ganze auf jeden Fall. Hier sehen wir schon so ein bisschen den verpackten Gepäckträger, einen extra Karton. Hier vorne der Lenker. Hier ist dann der Sattel. Vorderreifen ist auch mit eingepackt. Ich würde sagen, packen wir das Ganze erstmal weiter aus. Dann haben wir hier ein kleines Paket, das schauen wir uns gleich nochmal an, hier mitten im Karton die Anleitung. Dann habe ich hier gefunden, eine fette Bremsscheibe, die müssen wir dann gleich auch noch zusammenbauen. Hier hinten können wir schon mal eine kleine Tasche, ist hier auch nochmal bei, schauen wir auch gleich rein. Dann können wir das schon mal wegnehmen. Dann haben wir hier Schutzblech, die sind wieder lackiert in Grau aus Blech. Dann am Start ist hier der Sattel. Der sieht auf jeden Fall schon mal wieder Vakole-typisch bequem aus. Dann haben wir hier den Vorderreifen. Hier steckt auch noch was irgendwie. Ah, einen Schnellspanner. Können wir hier den Akku schon mal freilegen. Gefällt mir auch ganz gut. Vakole SG20. So, dann gucken wir uns mal an, was noch mit dabei war. Ah, das ist eine Werkzeugtasche. Die kann man auch am Rahmen befestigen. Kann man auch unterwegs einfach mitnehmen. Hier sind dann Werkzeuge drin. Flickzeug ist hier drin, eine kleine Pumpe. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz nette Idee. Dann haben wir hier die vakole-typische fette Bremsscheibe. Ja, den Sattel, der sieht auf jeden Fall auch ganz ordentlich aus. Dann haben wir hier nochmal das Schutzblech. Vorne müssen wir dran bauen. Was ich bisher noch nicht gesehen habe, ist die Lampe. Aber die ist dann jetzt vielleicht auch hier im Karton. Wir haben erstmal, ja, typisch wie sonst auch immer, Pedale. Dann haben wir eine kleine Handyhalterung. Da habe ich jetzt schon ein paar von. Die sind gar nicht so schlecht, kann ich sagen. Also ja, ist natürlich Plastikplünn, aber besser als nichts. Auch hier wieder mit dabei Spiegel. Auch hier mit dabei Spiegelhalter. Nochmal ein bisschen Werkzeug und natürlich das Ladegerät. Gucken, was denn hier jetzt rauskommt. Da haben wir es. Wir haben hier wieder so einen dreipoligen Stecker. Und wir haben ein Ladegerät, 54,6 Volt, 4 Ampere. Also, Schnellladefunktion. Auf der Suche nach den Schrauben für die Bremsscheibe. Ja, da bin ich noch nicht so wirklich fündig geworden. Schon mal Lenker auspacken, aber auch hier sind keine Schrauben zu sehen. Einer Legende nach sucht Ben Masterful heute immer noch nach den Schrauben. Ich habe immer noch nichts gefunden. Immerhin, hier hängt schon mal die Lampe. Auch hier sind jetzt keine Schrauben mit dabei. Am Lenker sind jetzt auch keine Schrauben. Das ist ja, das habe ich ja auch noch nie gehabt. Lenker sieht cool aus. Schmeiße ich direkt die Zange weg. Aber hä? So, ich habe jetzt von der hinteren Bremsscheibe mal eine Schraube rausgedreht, habe ein bisschen in meiner Schublade gesucht und zum Glück habe ich irgendwann mal, ich glaube, das war bei einer AliExpress-Bestellung, habe ich tatsächlich 12 Schrauben für Bremsscheiben mitbestellt, weil ich habe die bei meinem Himiway Zebra, da haben die sich schon mal selbstständig gemacht, da habe ich welche verloren.
Und ja, jetzt bin ich ganz froh, dass ich 12 Ersatzschrauben habe. 6 davon brauche ich jetzt. So, dann habe ich jetzt mal 2 Schrauben angesetzt. Ja, habe ich gerade gemerkt, original sind Imbusschrauben verbaut und ich habe Torx-Schrauben. Gut, jetzt überlege ich, ob ich die hinten gleich auch noch mitwechsel. Was ich noch zeigen wollte, wir haben hier, oder Bremsscheiben sind in der Regel auch immer laufrichtungsgebunden. Das heißt, man muss dann gucken, man hat dann so einen kleinen Pfeil wie hier an der Stelle zu sehen und ja, der muss halt in die richtige Richtung zeigen, also am besten gucken, in welche Richtung zeigt der Pfeil vom Reifen. Da hat man nämlich in der Regel auch immer einen Laufrichtungspfeil drauf und zwar sowas wie hier, da steht dann Rotation. Ja, dann schraubt man das natürlich alles noch vernünftig fest und dann kann man das Ganze vorne auch schon einbauen. Bevor ich jetzt aber das Rad befestige, baue ich erstmal den Lenker an, damit er uns da nicht so die ganze Zeit auf dem Boden rumliegt, schrauben wir erstmal diese 4 Schrauben hier ab und dann können wir den Lenker auch schon erstmal dran halten. Das ist ja mit dem Lenker tatsächlich jetzt mal so ein bisschen Friemelarbeit. Das geht sonst auch bei anderen ein bisschen einfacher. So, aber dann, wenn wir die ersten 2 Schrauben angesetzt haben, ziehen wir den Lenker erstmal so an, dass wir damit auf jeden Fall weiterarbeiten können. So, und dann können wir auch schon den Reifen einfriemeln, ein bisschen aufpassen mit der Bremsscheibe. Das hat jetzt erstmal ganz gut funktioniert, dann kann man das Ganze auch schon mal auf den Ständer stellen und es steht erstmal. Dann können wir auch den Schnellspanner schon mal einführen. Das ist ja wie gesagt die Methode, die ich am wenigsten gut finde für die Vorderachse. Es ist auch egal, auf welcher Seite ihr den Schnellspanner macht, Hauptsache auf der einen Seite bisschen vorziehen und auf der anderen am besten den Festspanner anziehen, wenn das Fahrrad tatsächlich auch gerade steht und dann auf der anderen Seite einfach, ja, dann ist das durchdrücken, das Ding, und dann ist das auch schon fest. Dann haben wir noch den Sattel, auch den, das ist ein ziemlich langes Rohr, muss ich an der Stelle mal sagen. Da hatte ich auch schon einige Modelle mit deutlich kürzerem. Zack, Schutzblech habe ich schon mal vorbereitet. Hier oben ist eine Schraube. Die Schrauben dann für die Stangen sind hier. Die habe ich jetzt schon mal rausgeschraubt. Das Ganze ist im Prinzip auch, was heißt im Prinzip? Das Ganze ist, ja, muss ich im Prinzip nicht wirklich zeigen. Es ist ja sehr einfach, das Ganze hier zu befestigen. Lampe natürlich darauf achten, dass ihr die auch mit anschraubt, wenn ihr das Schutzblech anschraubt. Dann noch die Schrauben hier an den Seiten. Mit der Hand kann man die ganz gut ansetzen und hinterher natürlich hier mit dem Imbus, hier oben auch mit dem Imbus, mit einem 10er gegenhalten, Schutzblechlampe festschrauben, dann hier oben noch das Display einmal freiknipsen. Dann haben wir noch die Pedale, die wir hier anbauen können. Das sind auch so ganz einfachen, günstigen Standardpedale. Die würde ich in der Regel, wenn ihr Spaß haben wollt, längerfristig, würde ich schon mal neue einplanen. Die sind markiert mit rechts und links. Rechts kommt auf die rechte Seite und auf der rechten Seite, na, so, haben wir dann hier auch ein Rechtsgewinde. Das heißt, im Uhrzeigersinn wird das Pedal hier reingeschraubt und hinterher natürlich auch festziehen. Und auf der linken Seite haben wir die Besonderheit, hier haben wir ein Linksgewinde. Das Ganze hat den Grund, damit sich das, während man tritt, nicht aus Versehen losdreht. Ne? Also gegen den Uhrzeigersinn auf der linken Seite das Pedal festmachen. Alles nochmal anziehen, Lenker, Schutzblech, alles was man locker hatte. Es ist echt hübsch, ne? Also ich muss sagen, von der Rahmengeometrie, von der Form her, ich bin total begeistert. Vernünftig großer, stabiler Gepäckträger. Lenker gefällt mir richtig gut. Ja, so, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal raus auf die Straße.
Wir gehen rein, meine lieben Freunde, in den Bremsentest. Rollen lassen, bergab geht es. Oh, 35 easy, 40, 45, 50, 3, 2, 1. Oh, wow! Ja, okay. Also, das ist für einen 20 Zoller schon fast eine viel zu heftige Bremse. Weil wenn man da richtig zieht, dann blockiert das auch vorne. So, gucken wir mal, wie es bergauf in die umgekehrte Richtung geht. Unterstützungsstufe 5. Handgas habe ich eben probiert, macht keinen Unterschied. Also ich habe das Ganze hier schon ein bisschen eingebremst, bin schon zweimal hochgefahren eben. Wir haben einen Speed-Sensor, das heißt, im Prinzip muss ich nur so ein bisschen die Pseudo-Bewegung mitmachen. So, und der Motor macht ja den Rest relativ alleine. So, ja. Unter 10. Ich könnte natürlich ein bisschen mehr mittreten. Und wäre der Berg hier, an der Stelle geht es ein bisschen gemächlicher zu. Also wäre der Berg ein Stück heftiger noch, dann müsste ich mich richtig anstrengen, damit wir hier überhaupt hochkommen. Also wir sind da schon auf diesem Niveau. 250 Watt in Dauerleistung hat man hier ein bisschen zu ernst genommen. Ja, ist schade, weil es ist wirklich ein echt schöner Cruiser. Aber wir sind hochgekommen, also Berg- und Bremsentest bestanden. Und da ich hier eh lang muss, Bremsentest zum zweiten. Das gleiche nochmal. Rechts ist wie beim Moped vorne, links ist hinten. Und... Oh, oh, Alter, das geht richtig auf die Handgelenke. Ich habe jetzt mal fast nur vorne gezogen und das Ding kommt hinten hoch. Also da muss man echt aufpassen. Heftiges Teil. Also wenn ich mein Gewicht gerade nicht nach hinten verlagert hätte, wäre ich schön hinten hochgekommen. Ja, also diese Kartettbremsen an den Vakole-Fahrrädern, muss man einfach sagen, wie es ist. Ne? Das sind schon ordentliche Dinger. Ne? Das ist aber auch ein hübsches Ding. Ne? So muss ich sagen, für einen 20 Zoller ist das echt ein hübsches Ding. Schauen wir uns mal die Unterstützungsstufen an. Wir haben einen Handgas, funktioniert jetzt in Unterstützungsstufe 0 nicht. Ich hoffe natürlich wie immer, dass man das auf dem Display gut erkennen kann. Wir haben insgesamt jetzt erstmal voreingestellt 5 Unterstützungsstufen. Die schauen wir uns jetzt an. Unterstützungsstufe 0, wir haben natürlich keine Unterstützung des Motors. Wir können aber, ne, auch kein Handgas, funktioniert erstmal bei 0 alles nicht. Wir können aber trotzdem natürlich recht normal fahren. So, erster Gang, ja, ich könnte schalten. Dritter Gang, okay. Ich könnte sogar noch einen, vierter Gang. 17 km/h, 18 km/h, ebene Fahrbahn. Also man kann hier, wenn der Akku mal leer geht, man muss jetzt keine große Bange haben, dass man mit einem leeren Akku nicht nach Hause kommt. Also das geht schon. Wir gehen in Unterstützungsstufe 1 und wenn wir die Bremse ziehen, funktioniert natürlich... Ach so. Da ja mein Kabel hier noch lose ist, habe ich im ersten Eindruck-Video schon erzählt, weil an der Stelle ist einfach der Kabelbaum irgendwie komisch gestrickt. Deswegen funktioniert aktuell die Motorabschaltung bei mir nur bei der rechten Bremse. Aber ne, man sieht, der Motor funktioniert nicht, wenn man die Bremse zieht, so sollte das sein. Und wenn wir jetzt ganz normal anfahren, Handgas, ja, dann trotteln wir los. Ne? Wir machen erstmal Handgas so ein bisschen. Das Display ist ein bisschen träge, was so die Geschwindigkeit angeht. 8 km/h, 9 km/h, 10, 11, 12, ja, das ist so 14 für die erste Unterstützungsstufe schon recht hoch. Ne, wenn wir das Ganze mal wieder anhalten und jetzt ohne Handgas Gas geben. Wir brauchen eine halbe Umdrehung bis, ne, ich stehe jetzt mal hier oben drauf und jetzt. Okay, also es war gerade ein bisschen mehr als eine halbe Umdrehung, bis der Motor mitarbeitet. Aber dann tut er das ganz ordentlich. Unterstützungsstufe 1, Pseudo-Treten haben wir eben schon gesehen. 14 km/h erreichen wir. Wir schalten jetzt mal in die zweite Unterstützungsstufe und haben eine Beschleunigung merklich auf 17, 18, 19, 20. Okay, es ist schon, bremsen wir mal ein bisschen runter. Okay, also tatsächlich auf 21, 22. Jetzt natürlich die Frage, da geht es jetzt leicht bergab, deswegen muss ich einmal kurz umdrehen. Also tatsächlich 21 km/h, gehen wir mal in die dritte Unterstützungsstufe.
Da kommt jetzt nichts. Da kommt jetzt nichts. Okay, vierte Unterstützungsstufe. Okay, da kommt jetzt gerade auch nichts. 23, okay. 23,5. Ah, dann doch 24. Also wir gehen tatsächlich in Unterstützungsstufe 4 auch schon auf 25. Wenn ich jetzt in die fünfte Unterstützungsstufe gehe, kommt natürlich nichts mehr, weil das Ganze bei 25 km/h abgeriegelt ist. Kommt natürlich noch der Unterschied bei der Beschleunigung. Also in der ersten Unterstützungsstufe, da haben wir natürlich eine Beschleunigung, die ist jetzt, naja, ne, erst in der fünften haben wir natürlich maximal, auch mit dem Handgas, maximale Beschleunigung. Das prüfen wir gleich nochmal. Ja, also es ist jetzt nicht die Wucht. Wir kommen jetzt, ja, ohne Zutreten, gerade mal auf 23,5, ganz leicht bergauf. Also wie gesagt, es ist jetzt von der Power her nicht das beste 20 Zoll, aber es ist halt, ja, weiß ich nicht, ob man sagen kann, 100%ig legal. Es ist immer so, ne? Naja, schauen wir uns gleich mal die Beschleunigung an. Wir kommen zum Beschleunigungsteil. Wir wollen jetzt die maximale Beschleunigung ermitteln. Wir nutzen das Handgas. Ich starte in Gang 3. Ich starte natürlich mit dem Fuß auf dem Pedal und natürlich auch in der fünften Unterstützungsstufe. So, 3, 2, 1, go! Unten raus. Okay, es geht eigentlich. Display ein bisschen verzögert. Na, wann kommt's? Und zack. Okay. Ja, durchgerollt sind wir jetzt tatsächlich bis 32. Na, das Display zeigt natürlich deutlich mehr an. Ja, und an der Stelle natürlich wieder eingeblendet die Top 10. Ich denke mal, da haben wir es jetzt nicht reingeschafft, was das angeht. Ich glaube, in der Top 10 ist sowieso nur ein 20 Zoll Fatbike drin. Das war Kohle CO 20 Max. Ja, ansonsten, ja, also ich habe ganz schön mitgedreht, ich merke das direkt. So, und dann sind wir auch schon drin im Fazit. Würde ich sagen, so im Review-Teil, so dass wir mal ein bisschen über das Fahrrad sprechen. So, jetzt sieht man natürlich auch hier im Schatten nochmal das Display. Würde ich sagen, 77% Akku müsste oben rechts zu sehen sein. 12 Kilometer bzw. 12,7. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt. Wirklich durchschalten können wir hier, glaube ich. Ach doch, VMAX 56 zeigt da ein AVG, hat er auch. Und eine Time, ja, 42 Minuten steht da jetzt. ODO lasse ich mal auf 12 Kilometer. Also, ich habe immer noch, was heißt immer noch, ich habe im ersten Eindruck-Video gesagt, kein Schleifen der Bremse. Nachdem ich ja dreimal, viermal den Berg runter gebrettert bin, zweimal zum Einbremsen, bisschen vorsichtig und zweimal im Video, seitdem habe ich jetzt tatsächlich wieder so ein kleines Schleifen. Ich weiß nicht, ob die Bremsscheiben, ob das durch die Erhitzung kommt oder ob die sich verziehen wie so ein verzogenes Kind. Also das ist jetzt auch nicht dauerhaft. Jetzt ist es zum Beispiel wieder weg. Ich habe eben schon mal den Schnellspanner vorne gelöst. Da hast du dann, ne, einmal losgemacht, wieder festgezogen. Da hast du dann auch richtig gemerkt, wie sich das Rad leicht neu gesetzt hat, also wieder zentriert hat. Also diese, ja, wie gesagt, diese 5 mm Schnellspannachsen, ich bin da überhaupt kein Fan und Freund von. Ja, wurde auch hier schon wieder bestätigt, ist ein bisschen schade, weil es sonst ein richtig geiles Fahrrad ist. Und ich finde immer, diese 5 mm Schnellspannachsen ziehen das Gesamtkonzept, das Gesamtergebnis immer so ein bisschen runter. Manch einen mag das nicht stören, aber ich habe halt den Vergleich mit den ganzen anderen Fatbikes, mit Steckachse und diese verschraubte Achse und so weiter. Und deswegen weiß ich halt, dass das halt murksch ist, gerade bei den Fatbikes. Naja, die Schaltung funktioniert. 25 km/h, wenn wir die fahren, dann fahren wir so in Gang 6, Gang 7. Können ja mal hochschalten und das Ganze mal so ein bisschen anschauen. So, ja, das Display ist ein bisschen verzögert. Das ist natürlich für den Geschwindigkeitstest ein bisschen doof. Kann man nicht so richtig ernst nehmen. Natürlich könnte ich mir ein GPS-Handy, also Handy mit GPS und so weiter, könnte ich das Ganze noch viel, viel genauer ermitteln. So, aber... So, jetzt fahren wir 25 bergab. Ich habe das bisher immer so gemacht und deswegen hatte ich jetzt auch kein Interesse daran, das für heute zu ändern. Mir war sowieso klar, dass wir die Top 10 nicht erreichen.
egal ob wir jetzt mit einer Geschwindigkeitsanzeige, achso, ich wollte ja zeigen, 25 km/h, wie gut wir die jetzt in Gang 6 nachher fahren können. So, das ist jetzt Gang 6. Leicht bergauf erreichen wir 23,7, 23,9, also gerade 23 oder 24 km/h. Und von der Trittfrequenz sieht das bei mir dann so aus. Dann kann ich halt nochmal in den 7. schalten. Fühlt sich nicht ganz so gut an für mich. Also ich tritt ja schon so gerne ein bisschen hochtouriger. 5 ist ein bisschen zu viel. Bergauf wäre das okay. Gang 6 ist für mich top bei 25 oder knapp 25 km/h. Ja, ansonsten, was gibt es denn noch zu diesem wunderschönen Fahrrad sozusagen? Schauen wir uns das Ganze nochmal in der Sonne an. Da haben wir das schöne Stück. Ne, das wirklich wunderschöne SG20 von Wacoole. Ich habe den Scheinwerfer vorne nicht richtig festgezogen. Der verstellt sich immer in der Neigung so ein bisschen. Ja, wegen dem Lichttest ziehe ich die Lampen immer nicht richtig fest, weil ich dann natürlich auch noch so ein bisschen korrigiere. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, es cruist sich, es fährt sich sehr, sehr angenehm. Ne? Der Sensor ist gut, die Unterstützungsstufen habt ihr gesehen, die sind so ein bisschen, entweder fährt man in der 1. oder in der 5. Also ist gerade so, ja, es ist halt nicht 100%ig. Also ich brauche sowieso nur 2, Eco, Normal und Power. So, also das wäre für mich völlig ausreichend. Das haben wir ja im Prinzip bei den 5, habt ihr gesehen. Unterstützungsstufe 2, 3, 4, alle recht ähnlich. Das ist wahrscheinlich dann nur für die Beschleunigung nachher nochmal so ein kleiner Unterschied. So, das würde ich sagen, das war's vom ersten Fazit. Bremse top, Fahrwerk ist total in Ordnung. Optik sehr, sehr geil, auch von vorne, wenn man sich das mit dem Lenker so nochmal anguckt, finde ich super geil, so eine Optik. Hier wäre natürlich auch, also das mit Doppelschulter-Federgabel und einem fetten 13er Scheinwerfer oder so. Vielleicht baue ich das irgendwann um. Also mit einem Drehmomentsensor wäre das ganz, ganz weit vorne und ein richtiger Konkurrent zum Scoria. So muss ich sagen, hat das Scoria außer bei der Bremse die Nase ein bisschen vorne. Kommen wir zum Lichttest. Wir sind angekommen beim Lichttest. Ja, da haben wir nochmal das SG20. Schauen wir uns vorher nochmal so ein bisschen auch das Display an. Das ist ja auch nochmal sehr speziell, würde ich sagen. Dazu mache ich dann, was heißt speziell? Dazu mache ich mal die Kopflampe aus und man sieht halt direkt, es ist ein sehr, sehr scharfes Display. Das macht richtig Spaß. Es dunkelt auch ab. Jetzt ist es hell. Man sieht gleich, es ist ein bisschen überhellt. Wenn man das Ganze wieder, obwohl die Kamera gleicht das ganz gut aus. Ja, so in etwa kommt das jetzt tatsächlich hin, wie ich das auch mit bloßem Auge wahrnehme. Also da kann ich sagen, scharfes Display, sehr farb- und lichtecht. Gefällt mir gut, also ein dicker Pluspunkt, was das Licht angeht. So, dann zoomen wir mal wieder raus. Dann brauchen wir mal wieder... Ja, man sieht es schon, das Licht ist jetzt... So, sehr gering. Also da gibt es jetzt nicht so wirklich viel... Ich zeige es das noch mal so ein bisschen, dass man das hier sehen kann. Also wir haben ja hier den On-Off-Schalter. So, wie gesagt, Kamera ist eine andere als sonst, deswegen bin ich nicht so ganz gut geübt, was jetzt Fokus und so weiter angeht. So, dann haben wir Blinker links, rechts. Wie gesagt, das bewirkt gar nichts. Hupe mache ich jetzt im Dunkeln hier nicht mehr. Dann haben wir noch, genau, wenn wir hier das Plus gedrückt halten, dunkelt das Display automatisch ab oder hält sich halt auf, je nachdem, in welchem Modus das sich gerade befindet. Das ist jetzt das Licht der Kopflampe, nicht wundern. So, und da haben wir jetzt das Licht vom Fahrrad. Ja, gucken wir uns das Ganze nochmal von der Seite an. Was soll ich sagen? Erstmal, Licht ist vorhanden. Jetzt natürlich die Frage, ist es auch hell genug? Ja, wir haben so ein bisschen, wir haben so ein bisschen Rückstrahler. Das sieht jetzt auf der Kamera schon recht hell aus, muss ich sagen. Reißt auch so ein bisschen ins Weißliche, jetzt ins Orange. Also ja, die Lampe sieht tatsächlich in echt einfach nur rot aus, muss ich sagen. Das ist natürlich auch mit der Kamera immer so ein bisschen so eine Fuchserei. So, das Licht vorne. Achso, Bremslicht. So, gucken wir uns. Ah, jetzt habe ich hier. Ja, jetzt habe ich natürlich die Stecker. Irgendwelche wilden Tiere.
Ja, mal gucken, nicht, dass man so Stecker wieder dran und jetzt geht das Bremslicht überhaupt? Alter, das ist ja so wenig. Okay, also Bremslicht vorhanden. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. Ich hoffe, der Fokus hat jetzt auch gepasst. Also Bremslicht ist ja ein Witz, das sieht man ja wirklich fast gar nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wie das dann hier... Okay, aber Kamera sieht scharf aus. Okay, also das ist ja... okay, also Bremslicht durchgefallen. Rücklicht keine K-Nummer, kein Reflektor. Also STVO-technisch ist das Rad jetzt natürlich nicht so das Nonplusultra. Das wissen wir ja schon. Und dann schauen wir uns noch mal das Licht an. Eigentlich sollte man von hier schon die Bank sehen mit einem ordentlichen Licht. Wir sehen hier, ja, das ist der Fleck, der ausgeleuchtet wird. Ich zeige euch mal die Bank. So, da vorne, das ist echt nicht weit. Ne? So, und ja, man kann sie jetzt erahnen, aber hey, das sind vielleicht tatsächlich 10 Meter von hier. Und ja, so weit leuchtet das Licht einfach nicht. Das ist also lichttechnisch und Vakohle, das sind so zwei Welten. Wir fahren jetzt mal. So, und gucken mal, wie sich das hier weiter verhält. Ne? Da gerade links die Bank, auch in jedem meiner Videos erwähnt. Oder teilweise bei gutem Licht auch zu sehen. So, ihr seht es, wir haben echt nur so ein Funzellicht. 1,50 Meter breit, also gerade eben der Radweg wird angeleuchtet. Ne, man muss halt Rätsel raten, was ist das? Ne, so, wo fahren wir da gerade drüber? Es ist echt dunkel, man sieht links und rechts fast gar nichts. Nach vorne ist auch, also man mag gar nicht schnell fahren. Also für die Stadt wahrscheinlich in Ordnung. Wenn man nachts durch den Wald fährt, würde ich sagen durchgefallen. So, jetzt sind wir auch schon auf dem Rückweg. Ich fahre jetzt mal ein bisschen. Ja, also dadurch, dass die Kamera das Display auch scharf stellt, das macht sie ja auch während der Fahrt, nicht bei jedem Display. Alleine daran sieht man schon, dass das Display eine bessere Qualität hat, dass es scharf ist, dass die Kamera das fokussieren und scharf stellen kann. Rechts die Bank. Da. Die Bank imitiert immer so ein bisschen ein Reh, was da steht, oder ein Wildschwein oder irgendwas anderes, was uns einfach vors Fahrrad springen könnte. Tja, und am Ende angekommen, das Lichttest. Das war ein Satz mit X, das war wohl nichts. Ja. Also, wenn man es tatsächlich ernst meint mit STVO und so weiter, dann muss man beim Licht einfach was machen. Achso, habe ich schon gezeigt. Das ist nicht blendet. So. Ja, was soll da auch blenden, ne? Was soll da auch blenden? Was soll da auch blenden? Ja, da blendet natürlich nichts. Das ist wie so ein Teelicht, was da einfach hinterm Glas steht. Ne? Also, ja. Kann man besser machen. Ja, für ein Fahrrad, was eigentlich 1600 kostet, hätte ich mir schon erhofft, dass das von den Lampen ein bisschen besser ist. Bremslicht habt ihr ja auch gesehen. Das ist jetzt halt auch nicht so die Bombe. Es hat Licht. Ja, das Display ist dann im Dunkeln wieder, wie soll ich sagen, sehr schön. Also das ist eine tolle... Das ist toll. Das Display ist toll geworden. Also das ist typisch Vakohle. Jetzt auch mit ein bisschen extra Licht sieht man halt... paar Schlieren, klar, von meinen Fettfingern. So, aber ihr seht es, es ist im Dunkeln absolut scharf. Und das ist doch schon mal ein Pluspunkt. Display kann man in der Regel ja auch nicht tauschen bei diesen China-Fatbikes, sage ich jetzt mal. Es sei denn, man hat ein Bafang-System, aber in der Regel, ja, Lampen lassen sich super einfach tauschen. Man muss halt nur auf die richtige Stromstärke, also Volt achten, wie viel Volt die Lampen jetzt hier haben oder wie viel Volt der Controller ausgibt an die Lampen. Das habe ich jetzt nicht getestet, kann ich so nicht sagen. Ja, in der Regel passen die meisten E-Bike-Lampen, aber ja, so, manche haben 6 Volt, andere 9, andere 12. Das ist halt immer so, ja, ich glaube, Speed-Pedelecs haben alle 12 und die normalen Pedelecs müssten in der Regel 6 oder 9 Volt haben. Naja, zumindest 6 Volt gilt für Bafang-Systeme, wie das jetzt bei Vakolo und Hemiway und so weiter ist, oder auch Mockwheel, weiß ich jetzt nicht. Aber gut, das soll es für den Lichttest gewesen sein. Weiter geht's mit dem Video.
Und damit sind wir dann auch schon am Ende angekommen. Hier zu sehen, das war Kohle SG20 nach über 30 Kilometern. Am Anfang hatte ich tatsächlich ein bisschen Probleme mit den Bremsen. Das hatte ich bei den Vakole Bikes bisher nicht so. Zumindest habe ich es nicht so in Erinnerung gehabt. Gerade nach heftigen Bremsen, auch nach den Bergabfahrten und den Bremsentests, haben die Bremsen dann angefangen, ein bisschen zu schleifen. Und vorne ging das ganz einfach zu lösen, indem ich einfach mal den Schnellspanner hier vorne gelöst habe. Also einfach nur so. Dann hat sich das Ganze irgendwie wieder entspannt und dann habe ich ihn einfach wieder zack, festgemacht und dann war das Bremsenschleifen erst einmal bis zur nächsten Vollbremsung weg. Man merkt halt leider diese 5 mm Schnellspannachse, man merkt sie halt. Ne? Man merkt, dass das vorne, wenn man so leicht mal in die Kurven geht, sich so richtig reinlegt oder auch mal schief auf der Straße fährt, dann hat man immer gleich wieder so minimale Schleifen in der Bremse. Das hat man bei Fahrrädern, bei Fatbikes mit einer vernünftigen Steckachse oder mit dieser 12 mm geschraubten Achse. Ich glaube, es sind 12 mm, können auch 14 sein, bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, aber 12 ist richtig. Da hat man das halt eben nicht. Hinten hast du es ja auch nicht, ne, bei diesen vernünftig verschraubten Achsen. Deswegen ist das so ein richtig dicker Minuspunkt jedes Mal. Ich habe mich auch beim Himiwe Zebra immer geärgert, weil da hattest du genau die ganze Zeit dieses Problem, Schleifen, Nachbremsen und dann musste man wieder einmal kurz absteigen, lösen, wieder festziehen. Das ist halt total nervig. Wenn man vielleicht anders fährt als ich, ich fahre natürlich auch. Ich nehme jeden Stein mit im Gelände. Ich fahre überall drüber. Ich bremse gerne mal hart und also am Limit auch tatsächlich. Und ja, vielleicht ist das, wenn ihr das Ding anders behandelt, bei euch nicht ganz so extrem. Aber wie gesagt, jetzt nach 36 Kilometern. Gucken wir uns nochmal so ein bisschen das Display an. So, da haben wir es. Und rechts sehen wir 36 Kilometer. Mal eben schauen. Genau, hier können wir noch durchschalten. Max haben wir dann 56,9 bergab. Dann AVG habe ich heute 19,7. 109 Minuten bin ich jetzt unterwegs, denke ich mal, heißt das. Und ODO sind 36 Kilometer. Rausgefunden, wie ich ins Menü komme, habe ich jetzt bisher tatsächlich noch... Ah, gut, den unteren kleinen hier einfach gedrückt halten, dann kommen wir hier ins Display-Setting. Mal gucken, ob das intuitiv ist. Ja, Speed. Guck mal, man könnte die Speed auch ganz easy hochsetzen. Okay, also das ist bei dem Fahrrad so ohne weiteres möglich. Reifengröße, Toggle-Unit, achso, km/h oder wie heißt das andere, Advanced-Setting. Ah, guck mal, hier kann man noch die Unterstützungsstufen einstellen, 0 bis 5, okay, mehr geht hier nicht. Assistent-Nummer steht auf 12, Speed-Sensor heißt hier 01, Information hat man noch. Okay, also man kann so minimal ein paar Sachen, aber jetzt nicht wirklich so, dass ich sagen würde, boah, krass, wir haben hier so richtig viele Möglichkeiten, noch was einzustellen. Klar, die Geschwindigkeit ist auf jeden Fall drin. Da sage ich immer eigenverantwortliches Handeln. Wenn ihr das Ding über 25 stellt, seid ihr auch dafür nachher quasi schuld, wenn ihr damit erwischt werdet. Also ja. Ich fahre in der STVO auch immer tatsächlich nur 25 und nutze im Prinzip solche Freischaltungen tatsächlich nur hier auf Privatwegen oder irgendwelchen Feldwegen oder ja, ich bin ja in der Regel mit den Fahrradtests nur auf solchen Wegen, sieht man ja auch auf den ganzen Drohnenaufnahmen, ich bin immer nur hier auf solchen Wegen unterwegs, damit ich halt auch tatsächlich in See, also auf sicherer Seite bin mit dem Testen von über 25 km/h und so weiter. Dann das Thema Licht ist in diesem Video wieder so. Ich drehe Licht erst heute Abend, deswegen Bremslicht haben wir, Reflektor nicht. Kann ich jetzt an der Stelle noch nicht so viel wirklich mehr sagen. Reflektor haben wir nur einen pro Reifen und vorne der Scheinwerfer. Ja, man könnte eventuell darauf plädieren, ist ja eine 2-in-1 Lampe. Ne, in der Mitte haben wir so, ja, ist wahrscheinlich ein schlechter Reflektor außenrum. Ich sage jetzt mal, okay, vorne haben wir auch keinen Reflektor. Also was Licht angeht, sage ich jetzt mal auf jeden Fall, STVO-konform ist das Ganze so jetzt nicht. Kann man nachrüsten, wenn man es möchte. Wie das Licht dann tatsächlich abgeschnitten hat, habt ihr jetzt natürlich schon gesehen. Und ich werde dann natürlich auch in dem Part oder habe dann in dem Part eben wahrscheinlich schon genug dazu gesagt, wie sich das Ganze mit dem Licht verhält. Hupe haben wir, habe ich glaube ich auch schon oder hat man schon gesehen. Zumindest habe ich im Video mit dem ersten Eindruck, habe ich... Das klingt wie eine Krankheit. Ja, dann ist ein Schalter vorhanden für Blinken, sind keine Blinker dran. Hier macht man Licht an, off, ne? Und im Display muss man extra nochmal die Plus-Taste gedrückt halten, damit man dann auch das Display abdunkelt.
So, that's it. Ansonsten geht hier das Licht an und von den Bremsen her, hier sieht man nochmal, es ist eine DOT4, DOT5, also DOT, ne? Manche mögen es nicht, wenn man DOT sagt, sage ich DOT für die, nur für euch, DOT 4 oder DOT 5, ne? Das ist halt richtige Bremsflüssigkeit, die hier eingefüllt wird oder hier drinne ist. Ja, die Bremsen, hatte ich glaube ich schon gesagt, jetzt nach 30 Kilometern hat sich das Ganze endlich mal so ein bisschen eingebremst, eingeschliffen. Das hat jetzt echt ein bisschen gedauert. Aber jetzt nach 30 Kilometern habe ich auch noch 57 oder 36 Kilometer, noch 57% Akku. Ne, also ich bin jeden Kilometer mit der Akkufüllung, mit dem ersten Mal aufladen jetzt gefahren. Deswegen gehe ich mal davon aus, 70 sind locker drin. Ne, wenn man mal so das Doppelte noch, also das, was wir schon gefahren haben, nochmal draufrechnet. Der Akku ist jetzt nicht so groß, dass er bis unten durchgeht. Der läuft nach unten so ein bisschen angespitzt zu. So, deswegen wirkt der Akku größer, als er tatsächlich ist. Also von der Größe her sieht er, könnte das ein 20er sein, aber ich habe es ja im ersten Eindruck-Video auch schon nochmal nachgeguckt. Es ist ein 16,5 Ampere-Stunden Akku, 48 Volt, auch 48 Volt Motor mit 250 Watt Nenndauerleistung, abgeriegelt auf 25, kann man offen fahren. Habe ich noch nicht getestet, ob es jetzt Spaß macht. Handgas unterstützt bis 25 km/h, deswegen gehe ich mal davon aus, wenn man das Ganze offen fährt, dass auch das Handgas dann entsprechend bis 45 unterstützt. Das ist ja dann in Deutschland auch nicht so wirklich in der STVO erlaubt, aber da informiert euch lieber auch nochmal selbst. Zu den Reifen. 20 x 4 Zoll CST BFT mit weiße Aufschrift, hier auch nochmal ein bisschen besser zu sehen. Das Profil sieht so aus. Muss ich ja schon mal sagen, gefällt mir ganz gut. Die CST-Reifen sind immer so ein bisschen, ja, man sieht's, das Profil sieht von Anfang an leicht abgefahren aus, aber die Reifen haben ab Werk, sage ich jetzt mal, wenig Profil. Das gehört bei den CST-Reifen immer so. Wir haben lackierte Metallschutzbleche, da hätte ich jetzt erst auch gedacht, okay, es könnte wieder klötern, hat jetzt aber wirklich nirgendwo geklötert. Also die sind komplett ruhig. Das Einzige, wo es ein-, zweimal geklötert hat, ist, ja. So, weil das Kabel da unten halt gegen das Schutzblech kommt. Ja, vielleicht kann man die Lampe noch anders anbringen. Ich dachte, okay, ich mach's diesmal so. Und zuletzt habe ich es ja auch immer so ein bisschen anders gemacht. Wir haben eine richtig geile Optik vom Lenker. Hier sind zwei rote Stecker. Der eine ist zu kurz. Und den anderen habe ich getrennt, weil ich fürs Intro ja immer diese Aufnahmen mache mit durchdrehenden Reifen. Ne, habt ihr in diesem Video wahrscheinlich gesehen. So waren 3-4 Sekunden. Und dazu muss ich halt vorne bremsen, ne, Vorderrad bremsen und hinten muss das Rad halt durchdrehen. Deswegen habe ich jetzt, damit der Motor nicht abschaltet, wenn ich die Bremse ziehe, habe ich hier die Kabel gekappt. Ja, kann man machen, muss man nicht. Ich glaube, die Downhill-Fahrer, die haben zumindest für die Hinterradbremse sowieso die Abschaltung gekappt. Also ich habe da mal mit einem gesprochen, der hat gesagt, also Motorabschaltung auf dem Hinterrad, Hinterradbremse geht gar nicht, damit kommt da gar nicht klar. Deswegen, ja, oder vorne, eins von beiden, also eine von beiden hat er definitiv. Der hat einen RV800, Lankeleisi RV800 und da hat er links, das müsste hinten sein, also hinten hat er dann das Kabel einfach abgelassen. So, dann würde ich sagen, genau, wir haben hier, das finde ich, also vom Rahmen her nochmal, ne? Rahmen habt ihr zwar schon gesehen, aber ja, der Rahmen ist einfach schick, ne? Das war Kohle in diesem Grau, Akku perfekt integriert, hier kein Kasten, so was irgendeinen Mittelmotor imitiert. Deswegen wollte ich dieses Fahrrad auch unbedingt nochmal haben, auch wenn es von der Technik her jetzt nicht das modernste ist. Also wir haben keinen Drehmomentsensor, sondern den Geschwindigkeitssensor. Wir haben auch von der Achse her vorne den alten Schnellspanner. Das ist für mich jetzt erstmal so ein bisschen ältere Technik. Wenn Wacohle sich was Gutes tun wollte, würden sie dieses Fahrrad mit Drehmomentsensor und einer vernünftigen Achse ausrüsten. Ansonsten, der Rest ist top, muss ich echt sagen. Von der Schaltung her 7 Gänge, da fährt sich das Ganze so. Ja, hier haben wir den ganz normalen Shimano oder die ganz normale Shimano-Kassette. Ich hätte es wieder gesagt mit 14,28. Manche sagen, es ist 11. Ich habe immer keine Lust nachzuzählen, aber ich glaube, den ich ersatzweise bestellt habe, das war auch ein 14,28er. Also 11 geht aufgrund wegen des Achsdurchmessers nicht, war so meine Info zuletzt. So, Turny TZ, 7 Gang. Das Ganze sieht hier oben
dann auch so aus. Ja, kann man ganz gut schalten. Das ist so das billigste, einfachste Siebengangsystem, was geht. Viele sagen Baumarktware, ist es im Prinzip auch, aber da muss ich ja hin. Es funktioniert. Also ich fahre ja fast jedes Fahrrad bislang immer auf die 500 Kilometer Grenze und teste auch immer weiter. Und ich habe bisher nur bei einem Fahrrad mal Probleme gehabt. Das war allerdings kein Siebengang-Fatbike, sondern das 27-Gang Lankeleisi XT750. Da ist hinten der Schaltarm gebrochen. Da kommt jetzt demnächst das Ein-Jahres-Review. Da werde ich dann das Ganze auch nochmal zeigen. Ja, ist ein bisschen schade. Ja, kann man super easy reparieren, ne? Gar kein Problem. Dieser Töni TZ oder auch die Altus-Schaltung, die ist halt auch einfach nicht teuer. Da kostet der Schaltarm 15 Euro oder so. Das ist nicht die Welt. Drehen wir das Ganze mal um und dann gucken wir uns das Ganze nochmal von der anderen Seite an. So, Thema Sattel ist okay. Ich dachte am Anfang erst, okay, geht nicht. Aber jetzt nach 30 Kilometern würde ich doch sagen, okay, das ist jetzt... Vakuole typisch, ein ganz ordentlicher Sattel, nicht der schlechteste. Ne? Dann Thema Gepäckträger, habe ich glaube ich noch gar kein Wort drüber verloren, wirkt sehr robust. Der Durchschnitt dieses Bereichs ist jetzt nicht zu dick, also da müsste man auch die ganzen üblicher oder handelsüblichen Gepäckträgertaschen ranbekommen. Ja, ist an vier Punkten befestigt auf jeder Seite, ne? Kann man auch ganz gut sehen. Also ich denke mal, so das Handelsübliche wird der Gepäckträger mitmachen. Optisch auch ganz okay vom Gepäckträger her. Hätte man schöner machen können, so, aber ist jetzt nicht ganz schlimm. Ne? Akku perfekt integriert, habe ich auch schon gesagt. Genau, dann haben wir vorne eine Federgabel, die man typischerweise links im Härtegrad bisschen härter und weicher stellen kann. Auf der rechten Seite kann man das Ganze sperren, also locken. Und wie soll ich sagen, kann dann mit einer starren Gabel fahren. Die Gabel hat jetzt erstmal, so wie ich finde, ganz ordentlich funktioniert. So im Wald bin ich ein bisschen gefahren, so also leichte Waldwege, bisschen übers Gras, sowas hier bin ich mal abgefahren. Straße ist sowieso top immer mit den Fatbikes. Also wenn man da jetzt nicht hartes Gelände vor sich hat, geht das mit der Federgabel erstmal. Dann auch noch eine Sache, die ich auch noch nicht erwähnt habe, hier vom Rahmen her auf der Seite, an der Stelle, wo die Kabel rauskommen, so, da, das ist auf beiden Seiten vorhanden. Also auch hier kann man mit den Kabelführungen nachher richtig tolle Sachen machen. Ich finde das ja geil, wenn das so symmetrisch, ne, man müsste das natürlich noch schön machen. So wie das jetzt ab Werk gekommen ist, ist das natürlich erstmal, sagen wir mal, so eine Frechheit, ne? Ja, dann haben wir noch die Bremsanlage. Das ist hier die Kartett. So, 180er Scheiben vorne, hinten. Optisch eine Wucht, dicke Bremsscheiben. Ich glaube, das sind die 2,4 oder 2,6 mm dicken Dinger. Also die sind ein bisschen dicker als normale Fahrradbremsscheiben. Zwei Kolben Bremsanlage, also keine vier Kolben, aber definitiv kräftig ohne Ende. Ich weiß nicht, ob das auch daran liegt, dass man hier richtige Bremsflüssigkeit verwendet für dieses System. Vorne sieht das Ganze so aus. Was ich auch gut finde, die Bremsbeläge werden mit zwei Innenbusschrauben gehalten. Das ist auch nochmal eine schöne Sache. Diese Stifte, die man irgendwie umbiegen kann, das finde ich auch keine gute Lösung. Also hier hat man das auch mit der Bremsanlage richtig gut gemacht. Ist definitiv ein sehr, sehr dickes Plus bei diesem Fahrrad. Und da ich aktuell eine Ersatzkamera habe, mit der ich noch nicht so die Erfahrungswerte habe, die sagt gerade, vor sich wird zu warm, deswegen habe ich die jetzt schon mal ausgeschaltet und bin gerade noch die letzten zwei Minuten mal über diese Kamera nur zu sehen. Ja, meine Original hatte leider irgendwie einen Hard- oder Softwarefehler, irgendeine Fehlermeldung, Error 70. Da war ich im Laden in Hamburg, ich weiß gerade nicht mehr, wie der hieß. Und da, wo ich die auch gekauft habe, verdammt, komme ich nicht auf den Namen. Ist auch wurscht, kann ich ja sonst nochmal extra erzählen. Da habe ich meine Kamera hingebracht und habe direkt jetzt für die Zeit, wo meine zur Reparatur ist, Garantie, habe ich direkt eine Ersatzkamera bekommen mit ähnlicher Qualität. Ich finde meine zwar besser, ich habe die R6 Mark II, das ist die R6 Mark I. Ich finde meine Mark II ein bisschen besser, so vom Handling her, vom Menü her. Und meine ist auch eine richtige Filmkamera, das ist ja mehr eine Fotokamera noch, würde ich sagen. Also von den Funktionen her so ein bisschen. Hat zwar natürlich einen Videomodus, aber naja, darum soll es ja gar nicht gehen. Ne? Ich würde sagen, das ist ein echt gutes Fahrrad. Aktuell erhältlich für 1.199.
So, mit meinem Rabattcode in der Videobeschreibung kriegt ihr sogar, glaube ich, nochmal 50 Euro Rabatt. Knapp 1200 für dieses Fahrrad. Also falls ihr sowieso gerade sucht, 20 Zoll, da gibt es auch nicht so viel Auswahl von der Optik her. Da wäre natürlich noch das von Mogwheel, das Goya, was deutlich teurer ist aktuell als das SG20. Ist auch von der Technik her, wir haben ja einen Drehmomentsensor beim Mogwheel Scoria, bei dem hier nicht. Ich wüsste nicht, ich glaube Hemiway hat noch eins, was optisch in dem Bereich ist. Ich glaube, das Big Dog heißt das, glaube ich, kann das sein. Das würde ich natürlich auch gerne noch testen, aber es ist nicht immer ganz so leicht, alle Fahrräder zu testen. So, mir fällt gerade noch mal ein, es gibt einen ganz, ganz wichtig fetten Minuspunkt. Und zwar kann man den Akku, 48 Volt, 4 Ampere Ladegerät, man kann den Akku aber nur im ausgebauten Zustand laden. Der Rahmen hat kein Loch, kein Akkuloch, kein Stöpselloch. Natürlich, wir haben zwar hier auf der Seite das Schloss, hier dann nochmal so eine Bestätigung, um den Akku rauszunehmen, aber man kann den Akku im eingebauten Zustand nicht laden. Das ist auch das erste Mal, dass ich das jetzt habe bei einem Fatbike. Und naja gut, das ist so ein fetter Minuspunkt. Ansonsten, ja, wie gesagt, jetzt wenn die Bremse funktioniert, Achse und das nicht vorhandene Loch. Also wenn die Achse vorne wäre und dann könnte das echt in Konkurrenz zu Mogwheel treten. So ist es qualitativ, ist Mogwheel auch nochmal ein bisschen, ja doch, schon eine Stufe besser nochmal. Es ist so ein bisschen, ne, aber ich würde sagen, falls man nur knapp 1000 Euro ausgeben will, 1200, das ist definitiv eine gute Entscheidung. Eins der besseren 20 Zoll Bikes, die auf dem Markt sind. Ich habe schon so viele auch Klappräder gehabt, 20 Zoll Fatbikes. Die kannst du alle, es ist alles nichts. Die sind alle instabil und fahren sich nicht gut. Und das hier ist wirklich für ein 20 Zoll für 1200 Euro ist das wirklich, ich bin schon sehr überrascht, wie gut es doch ist. Ich finde es auch hübsch. So, das ist dann auch nochmal so ein Ding. Ja, ich finde es hübsch, ich finde es toll. Sehr, sehr subjektiv, meine Meinung natürlich, ist klar, aber weil ich es hübsch finde. So. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt, alles gezeigt, alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ansonsten schaut auf der Homepage nach, die ist auf Deutsch. Es ist, ja, könnt ihr da nachschauen. 250 Watt in Dauerleistung, also Klingel dran. Genau, Klingel ist jetzt auch nicht dabei. Ansonsten hoffe ich, dass ich wirklich alles erwähnt habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich sage wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.